Hello Fishes fans. We are in Willingen, Germany, in Fishy Am Soil for the XS in Willingen, and we enjoy it. Wie ihr schon gesagt haben, wir sind in Willingen beim nächsten Video und sind jetzt gerade in der Gondel beim zum Hochfahren, zum Trackwalk. Und dann lassen wir das Wochenende mal langsam beginnen. Beziehungsweise das Wochenende hat schon gestartet, weil das Rennen ist diesmal auf dem Feiertag, also am Montag. Und heute ist quasi Trackwalk Samstag. Mal jetzt mal schauen. Strecke anschauen und der normale Ablauf. Ne? Just like how you sit here. Yeah, bro. You know. Mr. BDS just enjoying the time in Willingen. Ja, Bruder. Ja, genau. Ist eigentlich krass, wie das schon wieder abgeht. Wir hocken jetzt hier mit unserem Social Media Experten Janis in der Gondel. Der hat den Instagram Account von Radon übernommen. Ich glaube, er hat ihn gehackt oder so. Und er wird uns jetzt beim Trackwalk ein bisschen begleiten. Let's go! Bist du ein Trottel? Fishy asked me to take his GoPro to film some stuff, so I just feel free to do what I do the best. Das ist mal eine Strecke, wie es mir gefällt. Schau, das wie ein alter Vorgross. What's Mr. BDS saying? I find someone who have more power than you on your legs. Das ist halt einfach das Krasse. Seit ich da bin, habe ich glaube ich das Fünffache an E-Bikes gesehen wie normale Bikes. Bist du schon mal E-Bike gefahren? Ich bin schon E-Bike gefahren und ich mag es wie die Sau. Ja, ich auch. E-Bike ist der Hit. Ich wäre schon disqualifiziert, wenn du mich findest. Der Stein kann doch nichts dafür, Mann. So, der Trackwalk ist durch. Strecke ist, wenn man Willingen so kennt, also nicht groß verändert. Im Endeffekt die gleiche Strecke, bloß dieses Jahr ein bisschen langsamer abgesteckt. Aber eben weil es dieses Jahr ja German Cup ist. So bei den European Cups haben sie die Strecke immer ein bisschen schneller gelassen und die großen Sprünge ein bisschen mitgenommen. Diesmal haben sie ein bisschen außenrum die Kurven gemacht, aber wird bestimmt trotzdem lustig. Und jetzt gehen wir mal locker auf die Strecke für die erste Abfahrt. Mal schauen, wie es wird. Wird auf jeden Fall spaßig. Bis später. So, das ist jetzt gerade Willingen live vor der ersten Abfahrt. Definitiv erstmal eine Stunde anstehen, bis man eine Abfahrt machen kann. Also German Downhill Cup boomt auf jeden Fall, würde ich sagen. Jetzt sind wir dreiviertel Stunde in der Schlange angestanden und jetzt geht's Richtung Lift langsam. Gehen zwei oder drei rein? Zwei. Zwei. Oh, schafft es irgendjemand? Du hast ihn nicht, du bist da reingeworfen. Oh Gott. Mach das Fahrrad runter. Tim! Easy. Also nicht easy, aber wir... Zweimal hochkommen, oder? Ja. So, wir haben jetzt gedacht, dass wir einfach mal shutteln, weil uns die Schlange so extrem nervt. Jasper Chow hat mich eingeladen, mit ihm zu shutteln. Habe ich natürlich nicht Nein gesagt.
Here we go now. Na Schmarrn, wir machen einen Helmkameralauf und die Schlange eben an der Gondel ist ein bisschen zu lang. Das gibt ein Jasper seit Zeitplan leider nicht her. Wir müssen arbeiten. Wir haben hier die ganze Dachseite. Deshalb sind wir jetzt hochgefahren worden und machen einen Lauf. Ja. So, Training Tag 1 ist vorbei. Figaro. How was your day? Man, it was a tough day, you know. I mean, he always has the tough days. Uh-huh. Tough life, tough days. Just trying to be same as you, a bad boy. I just need tattoo and piercing now. But yeah, I think I can manage to do it before the end of the season, you know. And then, yeah, it's just good. It was a good day. So ein Lavakopf. Ja, Fakt ist, fuck him. Fakt ist, allzu viele Abfahrten haben wir heute nicht geschafft, weil das Anstehen einfach echt lange war. Wir sind auch bis 8 Uhr abends durchgefahren und haben, glaube ich, schon so 5 Stück geschafft. 5-6 Stück. Morgen haben wir jetzt gerade gesehen, im Zeitplan ist nur von 8 bis 10 Uhr Training mit Lift. Das heißt, es wird auf jeden Fall der Early Bird Morning, was wir ja extrem mögen, früh aufstehen. Und dann 10 bis 13 Uhr oder so ist ja, Training mit Hochschieben. Also das leben wir mal definitiv aus. Sprich morgen 8 bis 10 Uhr. Der frühe Vogel kotzt ab. Ne? Sorry, ihr Sohn. Zweiter Tag, 7.30 Uhr. Wir gehen jetzt rüber zum Training. Early Bird, here we are. Bis gleich auf der Strecke. Good morning, Vietnam! Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Nur um die Uhrzeit so Energie zu haben. Ein bisschen zu früh für mich. Auch von dir war jemand unten dran. Von mir? Ja, von dir. Super, danke dir. Jo. So, jetzt ist unsere ungefähr 10 Stunden lange Trainingspause vorbei und wir hocken in der Gondel zum Quali-Lauf. Figari, du hast da irgendwas in der Nase stecken. Ich denke, er hat es wahrscheinlich noch nicht bemerkt, aber er hat zwei Servietten wahrscheinlich vom Essen noch in der Nase stecken. Genau, und jetzt geht's dann ab Seeding Run. Ich bin 17.41 Uhr dran, ja 17.43 Uhr. Und. Ne? Aha. Aha.
Jo, der Seeding Run ist durch. Zweiter Platz hinterm Faustin, 1,6 Sekunden hinterm Faustin. Morgen ist das Race. Der Lauf jetzt war eigentlich ganz okay, allerdings noch an manchen Passagen kann ich auf jeden Fall mehr pushen. Und für morgen wird es mit Sicherheit interessant, gegen den Faustin alles zu geben. Gegen einen Teammate. Mal schauen, wie es dann wird. Ne? Das hier ist der Rad und Stand live. Underground Party seit 3 Tagen. Tag 3, Finaltag in Willingen. Die Räder stehen bereit. Mechaniker auch. Alles ist ready. Wir machen jetzt den ersten Trainingslauf. Abnormaler Wind hier unten schon. Ich bin mal gespannt. Uns reißt hier fast das Zelt schon weg. Ich bin mal gespannt, wie es oben dann ist. Ja. Gehen jetzt mal auf die Strecke. Ne? It's not better on the outside. Really? I don't think it's better. So, wir sind jetzt kurz vorm Finale. Oder was heißt kurz vorm Finale? Nur 2,5 Stunden zum Finale. Wir haben ein bisschen eine Pause gemacht im Apartment. Und jetzt werden wir mal langsam losmachen, was essen. Und dann fertig machen fürs Finale. Mal schauen. Okay, jetzt geht's ab. Ja. Tja, und jetzt bin ich quasi schon wieder auf dem Heimweg. Das Finale ist absolut nicht so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Bin leider schon nach dem ersten Steinfeld blöd gestürzt. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert ist, aber ich glaube, dass ich mit einem Pedal oder mit einem Schuh irgendwie in einen Baumstumpf eingehängt bin und habe mich da dann überschlagen. Also ich bin zwar dann direkt weitergefahren, aufgestanden weitergefahren, aber logischerweise auf so einer kurzen Strecke ist dann die Zeit komplett im Arsch. Ja, irgendwie absolut kacke. Ich habe halt einfach wirklich 110% gegeben, weil ich gewusst habe, dass der Faustin einfach extrem schwer zu schlagen ist auf der Strecke. Weil ich meine, der Typ ist gerade auf einem wirklichen Lauf. Also der hat auf jeden Fall Top 10, Top 15 Speed in der Welt, also im Weltcup. Und ist gerade einfach richtig schnell. Logischerweise hätte ich einen safen Lauf runterfahren können und wäre dann wahrscheinlich Zweiter gewesen, aber ich bin ganz ehrlich, sowas macht mich absolut nicht glücklich. Also ich gebe lieber 100% oder sogar ein bisschen mehr und hoffe, dass es klappt und fordere um Sieg mit, als dass ich irgendeinen safen Run runterfahre und bin Zweiter. Weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, fahr doch mal ein bisschen lockerer und mach doch mal ein bisschen Druck raus. Aber das ist definitiv nicht der Weg, den man gehen sollte, wenn man da vorne mitfahren will. Wenn du einfach ständig irgendwie auf Sicherheit fährst oder ständig voll in Kontrolle bist, dann glaube ich nicht, dass du schneller wirst. Und ich
ich will halt einfach, ich will einfach vorne mitfahren und ich weiß halt, dass der Faustin ein Top-Fahrer ist. Und wenn der da gut runterkommt, dann ist das auf jeden Fall eine Bombenzeit und ich wollte halt auf jeden Fall voll dagegen halten und das sind halt einfach ganz kleine Fehler, die da passieren. Und ich habe mich wahrscheinlich in der Kurve ein bisschen weiter reingelehnt als wie im Training, weil ich halt wahrscheinlich auch ein bisschen schneller dran war. Und da ist halt der Fuß oder das Pedal eingehakt und dann ist er vorbei. Ich meine, das sind Fehler, die passieren können. In letzter Zeit sind sie halt jetzt zweimal passiert. Jetzt heißt es einfach weiter Gas geben. In eineinhalb Wochen ist der Weltcup in Fort William. Ich werde jetzt die ganze Woche bei mir zu Hause trainieren, viel auf dem Downhiller sitzen, im Mosi da. Bei mir zu Hause ein bisschen Pumptrack fahren, Minicross fahren, um einfach schön im Flow zu bleiben. Und ja, im Endeffekt ist das jetzt so. Ich bin froh, dass ich nicht verletzt bin, weil das wäre richtig scheiße gewesen, wenn ich jetzt wieder eine Verletzung davon getragen hätte. Von dem her ist das alles okay. Mei, stürzen könnte zu. Bei mir ist es halt in letzter Zeit ein bisschen öfter passiert, aber ich glaube, ich nicht irgendwie jetzt das Konzept bringen. Ich gebe weiter Gas, bleib weiter am Ball und gebe auf jeden Fall für Fort William jetzt weiterhin alles. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace out.